Willkommen bei Physik mit Jan Jello, Teil 3. Dieses Video ist die Fortsetzung von Teil 2. Wir machen direkt mit der Lösung der Teilaufgabe C weiter. In der Aufgabe C ist gesucht eine Entfernung x1. Das ist die Position des Schattens zur Zeit t1. Wenn hier x0 gleich 0 Meter ist, dann hätten wir hier x1. Und da spielt tatsächlich nur die Bewegung in x-Richtung eine Rolle und nicht die in y-Richtung. Das heißt, die Anpassung erfolgt nachher nur für Bewegungen in x-Richtung. Bedeutet für uns, dass tatsächlich die Beschleunigung diesmal 0 ist. Also in allen Gleichungen, die ich heranziehe, werde ich die Beschleunigung 0 setzen, weil die Geschwindigkeit des Schattens konstant ist. Nehmen wir als erstes die Gleichung 1. S ist 1/2 at² plus v0 mal t plus s0. Das müssen wir jetzt wieder anpassen an diese Aufgabe. S ist die uns interessierende Strecke von x0 bis x1. Also entspricht das S dem x1. Dann hätten wir als nächstes a. Wie gesagt, das a hier in x-Richtung ist 0 Meter pro Sekunde Quadrat. Dann kommt als nächstes das t. Das t ist unser t1, haben wir schon ausgerechnet. Dann steht hier v0, die Anfangsgeschwindigkeit an dieser Stelle. Das ist auch dasselbe wie v0x. Und weil die Geschwindigkeit des Schattens konstant ist, ist dieses v0x auch vx. Die Anfangsgeschwindigkeit ist gleich die Geschwindigkeit zu einem beliebigen Zeitpunkt. Ich schreibe nochmal extra hin, dass das konstant ist. Aber wie groß ist denn das überhaupt? Nach dem Dreieck, was wir eben gezeichnet haben, müsste das v0 mal Cosinus Alpha sein. Ich skizziere das nochmal. Wenn das die Anfangsgeschwindigkeit v0 ist, dann haben wir hier zwei Komponenten. Hier ist der Winkel, das ist v0y, das ist v0x. v0x ist die Ankathete an dieser Hypotenuse, deswegen ist das gleich v0 mal Cosinus Alpha. Wir könnten also diese Gleichung ersetzen und wir hätten sogar die gesuchte Größe da drin. Die ist also nicht bekannt. Die Beschleunigung ist 0, ist bekannt. T1 haben wir vorhin ausgerechnet, ist bekannt. Und V0 mal Cosinus Alpha ist auch bekannt. Das heißt, diese Gleichung wird uns zur Lösung führen. Ich setze also ein, x1 ist gleich 0 plus, jetzt kommt das V0. Das V0 ist ja die konstante Größe, 25 Meter pro Sekunde mal Cosinus von 40 Grad. Das war ja V0-Betrag mal Cosinus. Dann war das dieser Term hier mal T1 und S0 ist X0. Das entspricht also 0 Metern, brauche ich gar nicht hinzuschreiben. Damit haben wir die Lösung schon. X1 ist gleich 25, ich schreibe es nochmal sauber hin, Meter pro Sekunde mal Cosinus 40 Grad mal 1,638 Sekunden oder 31,37 Meter. Hätten wir dieselbe Lösung auch mit einer anderen Gleichung kriegen können? Mal sehen. Gleichung 2 wäre wieder v gleich a mal t plus v0. Vielleicht erkennst du das Problem sofort. Hier ist die gesuchte Größe nicht drin. Gesuchte Größe fehlt. Wir können direkt zur Gleichung 3 gehen. Wie sieht die aus? Das war die zeitlose Formel. Die lautet v ist gleich Wurzel aus 2a mal s minus s0 plus v0 Quadrat. Okay, versuchen wir zu ersetzen. V ist in unserer Situation gleich vx, ist bekannt. Das ist immer dieselbe, ist ja konstant. Dann haben wir a, das ist gleich 0. Dann können wir diesen Term hier vergessen. Und hier drüben steht v0, das wäre nichts anderes als v0 in x-Richtung und das ist dasselbe wie vx. Also würde am Ende dort einfach nur stehen, vx ist gleich vx. Das bringt uns nicht weiter.
Damit ist in dieser Situation nur die Gleichung Nummer 1 diejenige, die uns das Ergebnis liefert. Bei D ist die Zeit gesucht bis zum Aufprall. Das Besondere daran ist, und das Gemeine vielleicht auch, dass die Parabel nicht symmetrisch ist oder nicht symmetrisch zu Ende geführt wird. Der Aufprall findet hier in einer Höhe von 3 Metern statt, verglichen mit der Abschusshöhe. Starten wir wieder mit der Gleichung Nummer 1. S ist gleich 1/2 at Quadrat plus V0 mal t plus S0. Wir suchen das T2, mal sehen, ob wir das in der Anpassung finden. Das S ist eine Strecke. Jetzt ist die nächste Frage natürlich, müssen wir uns nach der X-Bewegung richten oder nach der Y-Bewegung? Wenn eine bestimmte Zeit gesucht ist, dann spielt es keine Rolle, ob ich jetzt den Ball senkrecht nach oben bis hierhin schieße und er dann runterfällt oder ob er dabei noch eine Entfernung zurücklegt. Dieses T2 ist eine reine y-abhängige Größe. Deswegen werde ich jetzt also von der y-Bewegung ausgehen und das S ist für mich einfach die Höhe 3 Meter, die dann im Endeffekt ja zurückgelegt wird. Okay, ich gebe zu, der Ball, der geht erst über die 3 Meter hinaus, kommt dann aber wieder runter. Unser S entspricht dem H2, heißt es, glaube ich. Dann haben wir das A. Das A ist natürlich hier wieder die Erdbeschleunigung, die nach unten zeigt. Das T entspricht dem T2. Dann hätten wir V0. V0 ist die Anfangsgeschwindigkeit. Wir betrachten nur die Y-Richtung, also V0 Y oder eben V0 mal Sinus Alpha. Dann hätten wir noch das T, das ist unser T2 und das S0. S0 wäre die Anfangshöhe, das ist unser H0 gleich 0 Meter. Wir suchen das T2. Das T2 ist auf jeden Fall eine Unbekannte. Wenn wir jetzt keine weitere Unbekannte mehr haben, dann könnte die Gleichung uns zur Lösung führen. S ist gleich H2. H2 ist auch bekannt, das sind die 3 Meter. Die Geschwindigkeit ist bekannt. Ja, alles da. Wir setzen jetzt ein. Für S steht H2 da. Dann minus 1/2 g T2 zum Quadrat plus V0 Y mal T2 und das S0 ist 0 Meter, kann ich weglassen. Jetzt kommen wir in eine besondere Situation, weil wir die gesuchte Größe in quadratischer und in einfacher Form vorliegen haben. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit dem Taschenrechner die Solve-Funktion benutzen, wobei dann das T2 das X ist, oder aber wir rechnen zu Fuß. Dann erinnert dieses Quadrat und das hoch 1 und hier hoch 0 an die PQ-Formel. Die PQ-Formel sieht folgendermaßen aus: minus 1/2 GT2 zum Quadrat plus V0Y mal T2 minus H2 ist gleich 0. Und jetzt multipliziere ich dann mit minus 2 durch G alle Seiten. Dann habe ich hier T2 Quadrat. Minus 2 V0y durch G mal T2 plus 2 H2 durch G ist gleich 0. Mit der PQ-Formel hätte ich also hier das x². Dieser Minuskoeffizient wäre das p, also plus p mal x. Und das hier ist das q, das Ganze ist gleich 0. x1 oder x2 ist minus p halbe plus minus Wurzel aus p halbe zum Quadrat minus, das heißt, ich hätte statt x das t2 ist gleich minus, Moment, minus p halbe, dann würde die 2 hier weggehen, das Minus geht weg, dann bleibt übrig v0y durch g plus minus V0y durch G in Klammern zum Quadrat minus und das Q sind die 2H2 durch G. Das Ganze unter der Wurzel. Wenn ich die Zahlen einsetze, steht hier für das V0y schon mal 16,07 Meter pro Sekunde geteilt durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat plus
minus 16,07 durch 9,81. Die Einheiten zusammengerechnet liefert mir dann hier schon mal eine Sekunde in Klammern zum Quadrat minus 2 mal 3 Meter geteilt durch 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Das Sekunde Quadrat wäre eigentlich hier im Nenner vom Nenner. Das kann ich aber dann auch wieder in den Zähler heben. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man auf eine Zeit von 3,08 Sekunden. Die Alternative mit dem Minus, dann würde da stehen T2 gleich 0,2 Sekunden. Aber das kann nicht sein, weil T2 muss größer als T1 sein.